Hallo ihr Lieben, hier bin ich wieder, eure Mina, und heute gibt es wieder ein Make-up-Tutorial für euch. Und zwar eins, über das ich mich sehr gefreut habe, als ich das Motto erfahren habe, denn es heißt, lass dich von einem Lied inspirieren. Und da habe ich gleich an ein bestimmtes Lied gedacht. Ich verlinke es euch hier gleich unten in der Infobox und ihr könnt es nach dem Tutorial gerne anhören. Das Lied heißt Una Mattina und wer den Film Ziemlich beste Freunde angesehen hat, der weiß ganz genau, was für ein Lied das ist. Und natürlich, wenn ihr sehen wollt, wie das Lied mich inspiriert, dann seid gespannt und bleibt dran. So ihr Lieben, wie ihr seht, bin ich jetzt schon ein bisschen näher gekommen. Jetzt fange ich mal zuerst mit den Augen an und dafür werde ich diese Petite Palette benutzen. Und zwar hier diesen Rosaton, der Bubblegum heißt. So sieht er auch aus. Und dafür werde ich mir zuerst einen großen Blenderpinsel nehmen und einfach mal reinfahren. Und ja, mit dem gehe ich jetzt mal überall drüber. Und dann nehme ich einen kleineren Blenderpinsel und gehe hier vorne überall zum Verblenden, wo ich nicht mit dem großen hingekommen bin. So, und dann nehme ich ein Wattestäbchen, das habe ich ein bisschen nass gemacht und werde hier in der Mitte versuchen, den Lidschatten ein bisschen wegzutun. Dann nehme ich hier so einen Flat Brush, der hat ein bisschen Concealer drauf. Dann nehme ich einen anderen Flat Brush und mache den ein bisschen nass. Und dann benutze ich diese Palette hier von Huda Beauty. Und da gibt es einen ganz schönen rosa Schimmerton, der heißt Pink Diamond. Und da gehe ich jetzt mal rein und tue den hier drauf. Ein bisschen wie ein Hello Eye. Und dann gehe ich noch in die Farbe Rose Gold rein. Der anderen Seite und gehe auch da drüber. So, und ich finde jetzt die zwei Farben gemischt sehen schon mal schön aus auf dem Auge. Und das werde ich auch hier im Innenwinkel auch noch machen, aber mit einem anderen Pinsel. Dann sieht das so aus und dann nehme ich nochmal den kleinen Blenderpinsel und mache hier die Kanten ein bisschen weicher. Dann nehme ich noch diese Mrs. Bella Goldie Palette und highlighte noch die Augen. Also die Augen sind für mich jetzt schon fertig so und da kommt nachher nur noch Wimperntusche und False Lashes drauf und dann werde ich anfangen, mich von der Musik noch mehr inspirieren zu lassen und dafür werde ich einen Eyeliner benutzen, nämlich hier von der Marke Sleek habe ich hier einen festen Eyeliner drin, seht ihr hier, und ich werde einen ganz feinen Pinsel nehmen, ich zeige euch, so fein ist der,
Und mit dem werde ich hier im Gesicht jetzt zeichnen. Ich fange zuerst mit dieser Seite hier an. So wie ihr jetzt sehen könnt, habe ich mal schon mal das vorgemalt. Also es sollen jetzt Noten, Linien sein. Ich werde das jetzt ein bisschen schöner nachfahren, damit man das auch viel schöner sieht. Ja, ihr Lieben, seid bitte nicht zu kritisch mit mir. Das mache ich zum ersten Mal. Aber jetzt kommen noch die Noten drauf und ich hoffe, da wird es sicherlich besser aussehen. Ich glaube, jetzt kann man erkennen, wie das gedacht worden ist. Und jetzt kommt noch hier noch in die Mitte ein Violinschlüssel. So, ihr Lieben, ihr seht hier, habe ich gepatzt oder falsch gemalt. Das werde ich alles mit so einem kleinen Pinsel nehmen und einfach ein bisschen Concealer drauf tun oder Foundation und das wieder schön hin tun. So, ihr Lieben, jetzt ist der Notenschlüssel auch da. Ich weiß, es ist nicht perfekt, aber mir gefällt es auf jeden Fall. Ich habe mal was Neues gewagt, auf jeden Fall. Und ja, wie ihr mich kennt, wird auf dieser Seite sicher nichts frei bleiben. Aber mit Schwarz ist jetzt auf jeden Fall genug. Auf dieser Seite wird es ein bisschen anders. So, jetzt werde ich dafür einen weißen Eyeliner nehmen, den von NYX. Der ist ja für Face und Body, also ganz mit einem feinen Bürstchen. Und ja. Dann male ich mal los.
So, also jetzt könnt ihr auf dieser Seite auch noch sehen, den Notenschlüssel und ein paar Noten in Weiß. Ja. Ein bisschen Kontrast. Und dann nehme ich nochmal die Goldie Palette und highlighte noch mein Gesicht. Und jetzt kommt Wimperntusche und False-Lashes noch drauf. So, Wimperntusche und False-Lashes drauf. Jetzt kommt nur noch was auf die Lippen. Und zwar in dieser Lipgloss von Floss. Und das hier ist dann der fertige Look zum Motto Lass dich inspirieren von einem Lied. Und jetzt komme ich ein bisschen näher, damit ihr das Make-up natürlich besser sehen könnt. Zuerst mal die Augen in diesem schönen Rosa. Und dann hier der weiße Notenschlüssel. Auf der anderen Seite der schwarze mit den Noten. Ich habe mir sehr, sehr, sehr viel Mühe gegeben und ich hoffe, dass das Video euch gefallen hat. Wenn ja, dann gebt mir bitte einen Daumen nach oben. Und wenn ihr natürlich noch nicht Abonnent meines Kanals seid, dann jetzt auf Abonnieren klicken, denn dann verpasst ihr einfach nie wieder ein Video von mir. Und dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag.